Hallo und herzlich willkommen zu Am Rande der Bande. Wir berichten heute ausnahmsweise nicht von den Krefeld-Pinguinen, sondern hier von der deutschen Nationalmannschaft. Die Jungs spielen nämlich am Donnerstag um 19.45 Uhr gegen Russland, spielen dann um 13 Uhr am Samstag gegen die Schweiz und um 14.30 Uhr am Sonntag hier in der Jaila Arena gegen die Slowakei. Wir freuen uns auf einen super Deutschland-Cup, der zweite in Krefeld, und auf ein super Ergebnis der Mannschaft hinter mir. So, Toni Söderholm, wir kennen uns noch aus München. Schöne Zeit gehabt und jetzt sehe ich dich hier im DEB-Trainingsanzug und ich freue mich, dass du beim Deutschlandcup bist in Krefeld. Was hast du denn für ein Gefühl, Training mit der Mannschaft gehabt? Wie gehst du da rein oder wie geht ihr da rein? Ja, ich glaube, wir können ziemlich positiv sein über die Arbeit, was die Jungs im Training leisten. Die sind vom Einstellung brauchen wir nicht reden, die sind top, die Jungs, top motiviert. Und ja, das kommt ziemlich viel Neues systemmäßig für die Jungs, für einige. Aber ja, ich hoffe, die Jungs geben Gas. Denke ich auch. Du hast eine ziemlich junge Mannschaft dabei. Sicherlich möchtest du auch ein bisschen ausprobieren. Ich denke mal, von den Torhütern für mich jetzt besonders sind viele Leute interessant. Auch mit Kevin Reich zum Beispiel, einen Debütanten. Er hat sich auf jeden Fall sehr gut entwickelt. Hast du schon einen Plan oder eine Einschätzung, wie du es verteilen wirst? Ja, also ganz ehrlich, der erste Plan, dass der Kevin nicht spielt beim Deutschlandcup heuer, dass Matthias und Niklas die Spiele übernehmen. Der Kevin, seine Zeit kommt bestimmt noch, ob das jetzt heuer kommt oder in die kommenden Jahren, das ist dann die Frage. Aber der Kevin ist bereit zu spielen, wenn das so ist. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir eine junge und kampfstarke Mannschaft hier sehen. Auf jeden Fall viel Erfolg am Donnerstag und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem. Warte. Ja. Gut. Danke, Lucky. Danke. Marcel Nöbels hier in Krefeld, wieder schön, dich hier zu sehen. Welcome home. Freust du dich auf den Deutschlandcup und vor allem zu Hause wieder vor eigenem Publikum? Ja, man fühlt sich, glaube ich, immer wohl, wenn man zu Hause ist. Klar, zweite Jahr jetzt hier der Deutschlandcup in Krefeld. Letztes Jahr war es schon sehr schön, hier zu spielen und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dieses Jahr wird es genauso oder nochmal eine Schippe mehr. Bei den Eisbären momentan läuft es sehr gut und du kommst mit gestärkter Brust. Wie fühlst du dich im Moment? Bist du fit? Und vor allem die Mannschaft, was für einen Blick hast du nach den ersten Trainingseinheiten? Ja, wir sind eine sehr junge Truppe, aber wie gesagt, viele Jungs machen ihr erstes Spiel vielleicht jetzt am Wochenende und ich freue mich für die Jungs, dass sie jetzt die Chance kriegen und wie gesagt, wir sind sehr jung und versuchen natürlich auch mit breiter Brust hier aufzutreten und ja, mal schauen, was bei rumkommt. Auf jeden Fall, dann wünschen wir dir und der Mannschaft natürlich viel Erfolg und in diesem Sinne schauen wir mal, was der Nächste zu sagen hat. Und einer der Krefelder Stützpfeiler, Daniel Pieter, steht hier, Pizzi. Der Deutschlandcup steht vor der Tür. Und was hast du denn für ein Gefühl im Moment auf dem Eis und von der Mannschaft? Ja, ich persönlich habe ein gutes Gefühl. Ich bin fit. Und ja, mit der Mannschaft ist es eine junge Mannschaft, die viel Energie versprüht. Und ich glaube, das kann ein gutes Wochenende werden. Denke ich auch. Im Vergleich zu letztem Jahr natürlich gibt es Potenzial in der Mannschaft, dass sie sicherlich das Endergebnis steigern kann. Wie sehr denkst du, kann die Mannschaft jetzt schon, wenn sie so jung ist, zusammenpassen? Es sind sicherlich einige Debütanten dabei. Ja, ich glaube, dass jeder sich beweisen will. Das Zusammenpassen ist bei so einem Turnier immer, man muss so schnell wie möglich sich aneinander gewöhnen. Man hat nicht viel Zeit. Aber das geht in anderen Mannschaften genauso und ja, wie ich gesagt habe, jeder sprüht vor Euphorie und auch vor Energie und ja, das zählt, um auch den Zuschauern gutes Eishockey zu bieten. Auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich auf ein volles Haus am Donnerstag. Und PC, vielen Dank, viel Erfolg beim Turnier. Hoffentlich kannst du mit gestärkter Brust aus den letzten Spielen vom KFV ins Turnier gehen. Und in diesem Sinne, wir danken dir. Danke dir. Ja, und neben mir steht der Niklas Treutle aus Nürnberg, ein guter Freund von mir und ich freue mich, den hier wieder in der Jaila Arena zu sehen. Du hast ja auch gute Erinnerungen an Krefeld, warst ja mal eine Zeit lang hier. Die Frage ist einfach, Deutschlandcup, wie fühlst du dich und wie denkst du, passt die Mannschaft zusammen? Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich glaube, wir sind alle im Rhythmus. Wir haben alle am Sonntag noch unser letztes Spiel gehabt. Deswegen ist das gar kein Thema. Und jetzt geht es natürlich noch im Training, ein paar Feinheiten, dass wir alle zusammenfinden, weil wir morgen schon den ersten wichtigen Test haben. Gibt es denn schon eine gewisse Rangordnung oder weiß man, wer im Tor steht? Hat man euch schon in Kenntnis gesetzt? Nee, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich denke, dass wir das dann morgen früh erfahren werden.
Aber ich denke, macht eh keinen Unterschied. Wir haben auf jeden Fall gute Torleute dabei. Und ich habe dich auch gerade schon beobachtet. Torwarttraining sieht gut aus. Und hast du Rebound gewonnen eigentlich? Habe ich gewonnen, ja. Das ist eine blöde Frage, oder? Das ist mein Spezialgebiet. Da verstehen wir uns. In diesem Sinne, kommt zum Spiel und unterstützt die Jungs. Die freuen sich auf euch und ich hoffe auch ihr auf die. Und nach diesen motivierenden, positiven Worten für den Deutschlandcup hoffen wir jetzt natürlich auf euch da draußen, liebe Fans, dass die Jaila Arena prall gefüllt wird und die deutsche Nationalmannschaft euch im Rücken hat, um Punkte zu holen. Ganz wichtig auch noch, der KfV 81 spielt gegen Hamburg um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle am Freitag. Auch ein guter Tipp, da kann man auch Stimmung machen. In diesem Sinne, bis bald!